So, wieder runter. Ich vermute nämlich, dass... Wie viel Geld haben wir eigentlich? Nicht genug, um irgendwas zu kaufen. Dass wieder alles fertig ist. Das heißt, wir können wieder unser Geld abholen. Hi. Wir nehmen Kiryu. Wir sind Papillion, Kato und Director Spinning. Bling bling, kaching, we're just talking about you, Kiryu. You helped us with that music video for Miracle. Now I want to do something for you. Okay. Was wollt ihr denn machen? Yes, we will put our world-class abilities at your disposal. We are just to work with you, Kiryu-chan. Just let us on a gravy train. Wow, bist du scheiße. Der ist besser. Deutlich besser. Haben wir jetzt Moment. Das sehen wir auch hier, ne? Wir haben alle Manager. Es fehlt noch ein Security, es fehlen noch drei Advisor. Drei Properties und natürlich ein Area. Das ist klar. Könnte nächste Woche. Nice. 30 auf 41. Very good. Es dauert noch ein bisschen. Okay. Glaubst du wirklich, dass du da was zu suchen hast hier? Wenn das in echt so funktionieren würde, ne? Reiche Leute werfen Geld auf irgendwas, um keine Ahnung, was damit zu gewinnen. Danke. 46 auf 62 Millionen. Nice. Der Manager, das sieht noch gut aus für diese Runde. Das machen wir doch. Start Collecting. Das sieht auch noch gut aus. Das Bild ist auch gut. Hier müssen wir vielleicht wen anders hinsetzen. Einmal den Gambling King und dann ist es in der nächsten Runde wieder besser. So. Sehr fein. Und damit können wir die nächste Immobilie kaufen. Wir haben noch drei zur Auswahl. Hotel Mermaid, Kogetsu Theater und Telekura Rinrin. 921, 793. Das heißt, wir holen einfach Hotel Mermaid. Dann haben wir das.
So, einmal kurz beim nächsten Speicherpunkt auf dem Weg speichern wir. Hallöchen. Moneyback. Oh. 10 Millionen oder sowas haben wir knapp aus ihm rausgemolken. Da lang. Rein. Und kaufen. Noch 7% und wir sind bei den magischen 60, wo es dann wieder einen Kampf gibt. So. 300 plus. Wie viel CP haben wir? 53. Wow. Ja, kommt her. Ein bisschen Zeit vertreiben. Der hat einen Taser. Ich hasse Taser. Es hat total was gebracht, das aufzuladen. Jetzt aber. Oh, noch mal. Da hat der Tasermann sich zurückgehalten die ganze Zeit, wa? Oh, komm schon. Kampfstile. Pui, pui.
Jetzt muss ich wieder an Pudding Pudding denken. Wir speichern kurz. Speichern. Hi. Gut, Freunde, ich muss mal ganz kurz wohin. Ich lasse euch hier mit ein bisschen Musik. Dann trippelt das auch langsam runter und ich würde sagen, bis gleich. Ne? Ihr kennt das Spiel, ich lasse euch mal wieder den guten Mike davor. So, da bin ich wieder. Gucken wir mal, was hier jetzt weitergeht. Ist überhaupt noch jemand da oder bin ich allein? Also ich bin auch sehr gut darin, Selbstgespräche zu führen, deswegen ist das okay. Aber da bewege ich die Maus und der Zoom dran. Wissen wäre es trotzdem lustig. Genau in ein Glas rein. Ja, red du mal weiter mit dir selbst. Was zockst du denn gerade eigentlich, Axel? Zockst du irgendwas? Steht zumindest nichts dran gerade. SnowRunner, ist das nicht dieses Autospiel? Ist das das Autospiel? Nee. Das war nochmal SnowRunner. Mit Autos im Matsch, dann war es doch das Spiel. Ach, mein lieber Media King. 54%. Das ist dieses Hyperphysik-Autospiel, ne? Das war klar. Es war so klar. Aber wenn ich das so angucke, das wird wieder nicht reichen. Wir haben jetzt noch 2 auf A und das hier braucht noch mehr als eine Runde. Kacke. Hm? Bisschen mehr. Von 6 auf 9 Millionen wahrscheinlich. Oh, 8. Weniger. Ich habe jetzt mit 9 gerechnet. 4. Sehr gut. Gut. So. Start collecting. Wir haben genau 1 Milliarde. Und es fehlen noch 2 Businesses. 2 Businesses. Und wir kaufen das Kogetsu-Theater. Ne, wir kaufen jetzt Telekura Rinrinbo. Das ist da hinten.
Und dann fehlt nur noch eine mit knapp 800 Millionen. Wir gehen erstmal wieder auf die Hauptstraße weiter. Yay, noch 10 Kilometer. Aber was ist bei Snowrunner eigentlich das Ziel? Ist das Ziel immer irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwo hinzufahren? Von Start zu Ziel oder so fahren? Oder gibt es da noch was anderes? Nice. Da haben wir die 65. Und bevor wir irgendetwas tun, speichern wir. Zeug, das zu schwer ist mit Trucks, die nicht gemacht sind für den Untergrund, Sachen von A nach B bringen. Das ist so ein komisches Spielprinzip, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht viel Spaß macht. Gibt es in dem Spiel hier, also bei Yakuza, irgendwann eigentlich auch die Emanzipation? Dass man auch mit einer Frau Frauen verprügelt oder mit sowas? Weil wir verprügeln ja nur Männer. Oh. I'm sorry, Kiryu-san. Ist ein Déjà-vu all over again. Ist es denn Media Screen's Handiwork? Wer ist Marina? Nani? Ja, wir müssen jetzt tanzen. Oh. Das Spiel, was ich nicht gut kann und ich möchte. Jetzt, wo du es sagst, ich glaube, es gibt in keinem Yakuza-Teil Frauen als Combat-Gegner. Okay. Wo ist da die Gleichberechtigung, ne? Wo ist da die Gleichberechtigung? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Yes. So eine kitschige Disco. Ich finde dein Gesicht immer noch beängstigend. Es sieht echt komisch aus. Ja? Oh, Marina-chan. Hm? What the hell is going on? I don't want to do this. He said he'd kill me if I don't dance. She's dancing with tears in her eyes. What a rare sight. Magnifico. Bella, bella. It's a dance party. So she's just dancing, that's all. How was I gonna make you come to my party otherwise? Let us dance. Nani? Yeah. C
compete to get a higher score than a Mediakin. Ich habe ein Déjà-vu, wir sind schon wieder in diesem schönen Spiel. Auf die Hoffnung, dass es eine gute Runde wird. Und es ist das gleiche. Gleiche Board? Es ist zwar nicht unser blöder Profitänzer, aber wenigstens die 10% kriegen wir. Weil das macht das Übernehmen von seinem Areal so viel schneller und so viel leichter. Impossible, even if I wasn't showing off my coolest move. As promised, I'll take a share of your area. Danke, kachin. Weil jetzt fehlen uns, glaube ich, 5%. Wir müssen ja 80 haben, glaube ich, oder? Next time, if you even take one look at Marina, I'm not going to show any mercy. Oi. Live long and prosper. Kazuma Kiryu, I will bury him and dance on his grave. Wirst du nicht. Ich werde die 5% mir holen und werde dich aus dieser Stadt vertreiben. That's the plan. Yeah. No need to thank me. I just did what needed to be done. Besides, I promise I protect you no matter what. I think I love you. You watch yourself on the way back. Oh, wie süß. Erstmal abblitzen lassen hier. Payout ist auch fast ready. Bis wir in der Firma sind, sollte es ready sein. Autocollect wäre sowas Feines. Der hat echt eine Schulter aus Stahl, der Junge. Muss ich eigentlich noch eine gewisse Geldzahl werfen? Moment. 100 mal Essen. Ja, das sind die Menüs. Äh,
Travel by taxi 15 times. Travel on foot. Scatter a total. Ja. Ach, komm schon. Ich hab die Musik einfach noch an, aber irgendwie stört sie auch nicht. Aber ich habe Angst, dass das mir nachher bei YouTube rausgebannt wird. Wir brauchen 793 Millionen. Das reicht. Danke. Oh, es reicht. Nice. I like it. Ja, ja. Mit dem nächsten gekauften Unternehmen sollten wir auch ins finale Battle gehen können. Oh yes. Ist ihre Herzensangelegenheit, aber trotzdem dauert es ewig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hier alles hochzubringen wird dauern. Dass das ein 5-Sterne Financial Savvy ist. Dabei ist der nur relativ gut. Nehmen wir sie. Moment. Okay, jetzt kaufen wir das letzte. Nummer 5 ist ganz da hinten. Uiuiuiui. Mit Taxi fahren. Sollte schneller gehen. Vending Machine. Shin Guards. Speichern. Und ein Taxi. Zack. 10.000 Yen. Wucher. Wucher, meine Freunde. Vroom, vroom. Direkt hier, ne?
Gut, damit gehen wir jetzt wieder zurück zu unserem wunderbaren Immobilienbüro. Und jagen den Media King von seiner Position. Ich meine nämlich 80 waren es. Und 90 wäre nicht. 90 klingt zu hoch. So, einmal reingehen. Nicht? Noch nicht? Oder sind das 85? Moment. Ach, doch 90. Kacke. Naja, das Schöne ist, ich kann von dem Geld, was wir bekommen, jetzt eine ganze Menge mal ausgeben. Kennen wir doch. Bad news first, then. Miracle's gone missing. Missing. Wieso denn missing? The whole world's in an uproar because of the popstar prince has gone avul. Avul, was? Okay. He's a global superstar. I hope he's alright. I saw him. Miracle, the missing superstar. Down. Ja, wenn ich da hingehe und mit ihm tanze, dann kriege ich ihn als Advisor, glaube ich. Ich meine nämlich, dass er zu den Advisern gehört. Mhm. Wir gehen nochmal zu Miracle. Vielleicht muss ich auch gar nichts machen, um den als Advisor zu bekommen. Hauptsache, das sind jetzt zwei Ausrufezeichen. Oh, a big guy.